Ja, Rick, Kuh und Huhn isst du, ne? Aber deine Katzen nicht, oder wie? Ja, zu denen habe ich auch eine emotionale Bindung. Nee, Katzenfleisch schmeckt einfach scheiße. Wo, weißt du das? Wir reden ja gerne über gesellschaftliche Streitigkeiten. Und eine Streitigkeit, die alle anderen Streitigkeiten überlebt, überschattet, übertrumpft und immer voll am Start ist, ist Fleischfresser und Veganer. Vegetarier zählen nicht, die essen Hühnerperiode und trinken Kuhsaft. Frisch gepresst, so mag ich ihn am liebsten. Aber zurück zur lustigen Streitigkeit, denn die ist voll von sinnlosen Argumenten. Und genau darum geht's hier, denn wir wollen euch nicht sagen, wie ihr euch ernähren sollt. Aber bitte, versucht nachzudenken. Bevor ihr euren Standpunkt verargumentatisiert. Die meisten Veganer werden wahrscheinlich aus moralisch-ethischen Gründen vegan. Man will nicht, dass andere Tiere für einen sterben oder leiden. Man ist gegen Massentierhaltung. Und man will die Umwelt nicht sinnlos ausbeuten. Denn die Fleischproduktion ist sehr rohstoffkostenpflichtig. Verbraucht sehr viele Rohstoffe. Eine emotionale Bindung zu seinen Opfern ist in der Tierwelt jetzt nicht so normal. Die jagen, weil sie Hunger haben. Weil die Triebe sagen, das bewegt sich, bring es um und friss es. Allerdings sind Menschen in der Lage, ihre Taten zu hinterfragen. Ob das Ganze wirklich Sinn macht. Und deswegen haben wir uns Regeln und Prinzipien aufgestellt und das Ganze dann Moral genannt. Das ist der Grund, warum wir Menschenrechte haben oder Demokratie. Und nun denken sich natürlich manche, warum beim Menschen aufhören? Warum diese moralischen Aspekte, die wir auf Menschen anwenden, nicht auch auf Tiere anwenden? Eigentlich ein sehr vernünftiger Gedanke, über den man vernünftig diskutieren könnte. Manche Veganer können da sehr vorwerfend sein. Ich glaube, wir haben da alle schon mal Erfahrungen gemacht. Nein, ja, nein, ja. Ja. Ich meine, wer mag es sich schon anzuhören, dass man moralisch verwerflich handelt? Also wie kontert der 0815 Fleischesser? Indem er Veganer einfach ins Lächerliche zieht. Die essen meinem Essen das Essen weg. Wenn wir keine Tiere essen sollen, warum bestehen sie dann aus Fleisch und sind so lecker? Ich habe mich nicht an die Spitze der Nahrungskette gekämpft, um jetzt Gemüse zu essen. Ja, du. Genau, du selber hast gegen den Tiger und den Löwen gekämpft und bist jetzt an der Spitze der Nahrungskette. Ja. Tausende von Jahren, genau. Ja. Das sind nur dumme Sprüche und keine richtigen Argumente. Die meisten Leute sind ja trotzdem tierlieb und wollen kein Tier schaden. Und deshalb wollen sie sich vielleicht nicht eingestehen, dass sie durch den Kauf besonders von billigem Fleisch Massentierhaltung und geplante Massentötungen von Tieren unterstützen. Da es mehr Leute gibt, die den Fleischkonsum verteidigen, ist es natürlich einfacher, auf der Seite zu stehen. Man macht sich einfach gemeinsam ein bisschen drüber lustig und ja, Fakten braucht man nicht, weil alle stimmen einem ja zu. Und wenn jetzt manche Fleischesser versuchen, informiert zu argumentieren, ist teilweise genauso lächerlich. Ja. Pflanzen haben auch Gefühle, weil da hat so eine Studie gezeigt, dass wenn man mit einer Pflanze was macht, dann reagieren die. Ist nicht die Definition von Gefühlen. Dazu braucht man Gehirn. Ja, der Ackerbau für Gemüse, ja, der macht auch Tiere kaputt. Ja, aber weniger. Ja, der Mensch macht das schon immer. Also wird es seinen Grund haben. Genauso wie Morden und Vergewaltigen macht der Mensch auch schon immer. Wird auch seinen Grund haben. Hm, sollte ich verteidigen. Man hat halt... Yay. Man hat halt oft das Gefühl, dass sich viele Leute hinter schlechten Argumenten und Witzen verstecken. Nicht, um den Gegenüber zu überzeugen, sondern um sich selber nicht eingestehen zu müssen, dass an der veganen Denkweise schon was dran ist. Aber natürlich gibt es auch genauso extreme Veganer, die es nicht wirklich besser machen. Ihnen reicht es nicht, aus moralischen Gründen Fleisch zu vermeiden. Nee, sie wollen, dass ihre Ernährung die rundum beste ist. Nun, wenn man mit dieser Einstellung an die Sache rangeht, ist es ziemlich einfach, Studien und Fakten zu finden, die einen unterstützen. Und auch nur das. Aber das gilt natürlich auch für die negative Seite. Du findest haufenweise Studien, die sagen, vegan ist der Shit. Also der gute, nicht der schlechte Shit. Und welche, die sagen, vegan ist so nährreich wie Rattengift. Die Tatsache bleibt, du schränkst dich in deiner Ernährung ein. Dein Pool an Nahrungsmitteln, in denen du dich baden kannst, wird halt ziemlich klein. Und das muss man irgendwie ausgleichen. Die einen kriegen das sehr gut hin und andere hätten mega viel Probleme, weil sie generell überhaupt gar keine Ahnung haben, wie man sich gesund ernährt. Oder sie einfach super mäkelig sind. Aber jetzt zu sagen, vegan ist gesünder, ist eine genauso blöde Pauschalisierung, wie zu sagen, alle Veganer leiden unter Mangelerscheinungen. Meine Lieblingsargumente für die vegane Ernährung sind die anatomisch. Die Art und Weise, wie unsere Zähne geformt sind, zeigt eindeutig, dass Menschen nur für den Verzehr von Pflanzen geeignet sind. Das ist so, als würdest du sagen, du kannst doch nicht einen Esslöffel benutzen, um dein Müsli zu essen. Dafür gibt es doch extra designte Müsli-Löffel. Experten haben Jahre damit verbracht, eine spezielle Krümmung zu designen, die perfekt fürs Müsli-Fressen gemacht ist. Es gibt die absurdesten Begründungen, warum der menschliche Körper nicht zum Fleischessen geeignet ist. Von Daumenposition über Geschmacksnerven bis hin zu Hodengröße.
Wirklich? Der Mensch ist ein Allesfresser. Er ist das, was er in seiner Umgebung findet, um zu überleben. Und das haben wir so gut hinbekommen, dass wir die ganze Welt überrannt haben. Nun finden wir heutzutage alles, was wir brauchen, in einem Supermarkt. Und sind nicht mehr auf verschiedene Nahrungsmittelquellen in unserer Umgebung angewiesen. Dass man sich so umfangreich und leicht vegan ernähren kann, ist ja quasi ein Produkt unserer Neuzeit. Trotzdem müssen Veganer akzeptieren, dass es für viele eine Einschränkung in ihrem Lebensstil ist. Und sie deshalb vielleicht einfach keinen Bock drauf haben. Und man kriegt sie bestimmt nicht damit überzeugt, dass man ihnen vorzeigt, was für grauenvoll schlechte Menschen sie sind. Oder dass das vegane Chili fast genau so gut schmeckt, was besonders ein wichtiger Punkt für Rick ist. Viele Veganer müssen akzeptieren, dass sie einfach nicht mehr machen können, als den Leuten zu zeigen, ich lebe vegan und das ist ein ganz normaler Lebensstil, der echt easy funktioniert. Wahrscheinlich haben wir jetzt den Hass alle auf uns gezogen. Selbst derjenigen, die nicht mal dieses Video gesehen haben. Und alle schreiben wie wild los, um unsere Argumentation zunichte zu machen. Aber wie wir es am Anfang schon meinten. Bitte versucht nachzudenken. Ich persönlich finde es bewundernswert, dass es viele Leute so easy schaffen, sich vegan zu ernähren. Ich hätte damit meine Probleme und kann deshalb halt auch andere Leute verstehen, die damit auch Probleme hätten. Aber wenn jetzt Veganer einfach nicht so vorwerfend ihren Standpunkt vertreten würden und Fleischfresser sich das einfach mal anhören und sich nicht direkt drüber lustig machen, könnte man sich ja also annähern und in der Mitte treffen. Und alle werden Vegetarier. Dann ist eine Hühnerperiode. Vielleicht auch nicht. Man kann ja wenigstens versuchen, die Welt ein Stückchen besser zu machen, was zum Beispiel Umweltschutz und Massentierhaltung betrifft. Aber man muss immer im Hinterkopf behalten, andere Leute haben andere finanzielle Mittel, haben anderes Wissen, was ihre Ernährung betrifft. Oder einfach komplett andere moralische Ansichten. Man kann sowas von heute auf morgen nicht erzwingen. Aber das Wichtigste ist, lügt euch nicht selber ein. Es ist schon gut zu wissen, was am Fleischkonsum alles dranhängt. Und wenn man dann Fleisch isst, sollte man auch dazu stehen. Und wenn ihr euch schon über euren Gegenüber lustig machen wollt, dann macht das doch wenigstens richtig. So wie wir mit Andreas Klebrig. Ja, Andreas Klebrig war wieder unterwegs und hat wundersame Abenteuer erlebt. Zusammen mit Future. Ist das nicht toll? Den echten Veganern. Schauen Sie dort. Also geht's um Veganer. Also guck, das ist lustig. Also wirklich, ist fast wie eine Doku, nur besser, weil es lustig ist. Da alles ist wahr. Genau. Ich hoffe, es werden Veganer.